Hi, ich begrüße euch herzlich bei Tinschi TV. Heute ist wieder zusammen basteln Zeit und wenn ihr sehen wollt, was ich nachgebastelt habe, beziehungsweise welches Tutorial ich mir für euch überlegt habe, dann bleibt einfach dran. Anfangen möchte ich mit den Schmucklesezeichen, die die liebe Karina vom Bastelparadies Appen gemacht hat. Und zwar ist es voll das Suchtpotenzial. Ich hatte zufällig diese Haken noch in meinem Fundus, für die man diese Lesezeichen benutzen kann oder womit man diese Lesezeichen machen kann. Und ihr seht schon, ich habe hier einmal mit einer Meerjungfrauenflosse gearbeitet. Die habe ich von der Winnie Kreativa. Und habe passend dazu die Perlen in Rosa mit Silber gemacht. Ich hoffe, ihr seht es gut. Dann habe ich einmal ein rotes gemacht mit roten und silbernen Perlen und unten hängt so ein kleiner Engel dran. Und weil ich nicht weiß, ich werde eventuell diese Lesezeichen auch der Karina spenden für ihre Lesezeichensammlung. Ich bin mir nicht sicher, ob Jungs, nur weil die Perlen dunkler sind und da unten vielleicht so ein cooler Säbel dran hängt, diese Schmucklesezeichen auch mögen. Aber ich habe es jetzt halt mal in den Farben so gehalten, dass die für die Jungs etwas dunkler und unten mit etwas mehr Maskulinem ausgestattet sind. Ob die Jungs die mit den Perlen mögen, das weiß ich nicht. Die ist jetzt mit Schwarz und Silber und unten hängt da dieser Säbel dran und dann habe ich noch mal eins in Blau und Braun und Silber gemacht. Da hängt unten diese Armbrust, nenne ich es jetzt mal, hier dieses Pfeil und Bogen dran. Würde vielleicht eher für Jungs passen, habe ich mir überlegt, aber ob die überhaupt auf dieses Perlengedöns stehen, weiß ich nicht. Zur Not ist es halt dann wieder für Mädchen. Dann hat die liebe Ferimana, die Maike, Kartenhintergründe gemacht mit einer Schablone mit Wischtechnik und das ist voll das Suchtpotenzial, noch viel schlimmer als die Lesezeichen. Sie zeigt es in ihrem letzten Video, in ihrem Tutorial und ich zeige euch jetzt, was ich nachgebastelt habe. Also ich war wie im Rausch, als ich mal gemerkt habe, was man für coole Effekte mit dieser Schablone machen kann. Die Karten sind jetzt alle 10,5 mal 10,5, glaube ich. Ne, die Karten sind 11 mal 11 und die Quadrate, die ich für die Schablone benutzt habe, also die Aufleger quasi, die sind 10,5 mal 10,5. Ich habe mich da an ihrem Maß orientiert und habe diese ganzen Hintergründe mit verschiedenen Schablonen gemacht. Teilweise ein bisschen gestempelt, teilweise ein paar Glitzersteinchen, ein bisschen einen Gruß oder irgendwas drauf gemacht und da war ich echt den ganzen Sonntag zugange und zeige euch jetzt hier die verschiedenen Sachen, die ich gemacht habe. Also verschiedene Schablonen habe ich benutzt, verschiedene Farben und habe immer geguckt, dass ich dann den Hintergrund ein bisschen passend dazu mache. Einmal die hier mit einer Streifenschablone und Sternchen, diesen Glitzersteinchen und in der Mitte jeweils ein Stempel und da kommen immer wieder so coole Muster raus. Das hat mich total fasziniert, da immer weiterzumachen und immer noch mehr zu probieren. Und wenn ich das jetzt nur auf der einen Seite mache und auf der anderen Seite was anderes, was kommt da dabei raus? Und das sind diese ganzen Muster. Ich hoffe, das blendet euch nicht zu sehr. Ich habe die da in die Hüllen reingepackt. Oder einmal dieses hier mit so einer Wabenschablone. Dann habe ich hier einfach ein Blümchen benutzt und habe das an den vier Ecken angelegt. Also das ist wirklich eine ganz, ganz coole Technik. Und dann zum Schluss noch diese hier. Also das hat mich wirklich sehr fasziniert. Das war ganz toll. Ihr seht, ich war da fleißig. Wie viel sind das eigentlich? Zwei. Ich habe einfach gemacht. Vier, sechs, acht verschiedene. Das war das. Und dann bin ich euch vom letzten Mal noch eine Karte mit Aussicht schuldig. Da hat ja mein Laminiergerät gestreikt. Ich habe es jetzt noch nicht wieder neu probiert. Ich habe einfach versucht, ihr seht hier, wie ich es ausgeschnitten habe, wenigstens diese Ahornblätter zu retten. Da war am wenigsten von diesen weißen Schlieren drauf und habe das auch mit so einem Holzrahmen mit verschiedenen Holzmustern
umrandet praktisch und hier unten den Schriftzug gestempelt. Das war ich euch noch schuldig. Ich habe jetzt noch keine, ich bedanke mich herzlich für all die guten Tipps, bis jetzt noch keine neue Laminierfolie besorgt. Das werde ich aber tun und werde weiter experimentieren. Aber das habe ich jetzt mal quasi nachgereicht mit der Aussicht. Unter die Blätter habe ich einfach so ein bisschen Abstandspads geklebt, aber das fällt jetzt nicht mehr so sehr auf. Und wie gesagt, den Rahmen mit dem Holzpapier. Und wenn das klappt, dass es wirklich an der Folie lag und nicht am Gerät, dann werdet ihr vielleicht noch öfter mal laminierte Sachen von mir sehen. Das war vom vorletzten Monat. Und dann hat diesen Monat die Christine Kreativ Stempel selbst gemacht. Aus Schnipselgummis und aus einer alten Silikonbackform. Und da ich kein Silikon hatte, habe ich auch einen handelsüblichen Gummi benutzt, habe den zerschnitten und habe gleichzeitig noch Moosgummi benutzt. Und zwar ist das hier mein Stempel, den habe ich jetzt gerade, deshalb ist dieses viele Weiß noch im Hintergrund, von diesen misslungenen Laminierteilen habe ich mir einfach ein Stück rausgeschnitten und habe da das Gummi draufgeklebt. Mit dem Heavy Body Gel geht es übrigens super. Ihr braucht nur minimal und es braucht ein bisschen länger zum Trocknen, aber es hält. Die kleinen Kringel sind aus Moosgummi, der Vogel auch. Und der hat sich leider nicht so gut stempeln lassen, weil der beglittert ist. Also wenn ihr stempeln wollt, dann nehmt nichts, was beglittert ist. Ihr spürt es auch, wenn ihr mit dem Finger drüber fahrt. Es ist viel rauer und nicht so glatt wie das normale Moosgummi. Durch das Beglitzerte, also die eignen sich nicht zum Stempeln, aber die glatten Moosgummi könnt ihr auf jeden Fall benutzen. Das ist jetzt quasi mein nachgemachter Stempel. Denn ich hatte eigentlich für diese Art von Stempeln, liebe Christine, das geht nicht gegen dich, hatte ich eigentlich keine Verwendung, weil, und das zeige ich euch jetzt, ich hier schon vor Jahren jede Menge von diesen Stempeln mir gemacht habe. Mit Hilfe meines Mannes, der mir einfach diese Holzstücke zurechtgeschnitten und diese Griffe da oben dran gemacht hat. Und zwar habe ich einfach Moosgummi ausgestanzt. Also ich habe ganz stinknormale Stanzen genommen und habe mit meiner Maschine mir die verschiedenen Muster ausgekurbelt und dann unten auf dieses Holz geklebt. Und deshalb hatte ich keine Verwendung für diesen Gummistempel. Ihr seht schon, die sind benutzt. Und der hier auch. Also für die Machart, wie das die Christine gezeigt hat, ist eine super Idee für Sachen, wo ihr jetzt zum Beispiel keine Stanze habt. Oder wenn ihr kein Moosgummi habt und das auch nicht unbedingt kaufen wollt. Aber wie gesagt, ich hatte damals Stanzen, habe das ausgestanzt und habe diese Stanzteile einfach, das ist Moosgummi, die Stanzteile einfach auf die Hölzer geklebt. Also das hat mir mein Mann so gemacht. Aber es geht auch so. Und ich habe auch schon mal eine Karte für euch gemacht aus diesem Stempel. Und nachdem leider der Vogel sich nicht hat stempeln lassen durch den Glitzer, hatte ich da oben so einen komischen Fleck. Und deshalb habe ich da dieses 3D-Motiv drüber geklebt. Aber bei den Streifen und den Kringeln seht ihr schon, das hat wunderbar funktioniert. Ich habe die Distress Oxide benutzt in diesem Grün und diesem Orangeton. Und dieses Viel Glück, das hat auch ungefähr so den Grünton. Und habe da in die Punkte einfach noch so ein paar goldene Tüpfchen reingeklebt, die wenn ihr solche Stickerbögen habt mit solchen Schriftzügen und ihr zieht die ab, dann bleiben die Zwischenräume von dem E und so weiter, die bleiben hängen. Und die habe ich hier verwendet für die Mittelpunkte von den Blumen. Und ich finde, es ist irgendwie ja so ein bisschen minimalistisch, einfach nur mit den Streifen und den Kringeln. Macht sich aber super, gefällt mir trotzdem gut die Karte und als Highlight dann halt dieses 3D-Motiv habe ich einmal als Muster gemacht für euch mit diesem selbst gebastelten Stempel. Und das waren meine nachgebastelten Sachen. Für das, dass ich letzten Monat dieses Desaster hatte,
war ich dieses Mal wirklich, ich war den ganzen Sonntag, Samstag sind die Videos erschienen, und ich war den ganzen Sonntag zugange und habe diese tollen Sachen nachgebastelt. Das war also wirklich super, super schön. Hat riesig Spaß gemacht und es hat geflutscht und es hat alles funktioniert. Das waren meine nachgebastelten Sachen von den anderen Mädels. Und wer jetzt dranbleiben möchte, der kann ein Tutorial sehen von einer Buchkarte, die aber nicht einfach aussieht wie so ein aufgeschlagenes Buch, die kennt ihr ja auch, sondern eine Buchkarte, die so gestaltet wird, dass sie von außen wie ein Buch aussieht und innen diesen Hohlraum hat für irgendwelche Geschenke oder Goodies zu verpacken. In größer aber, das ist jetzt normales Kartenformat, bisschen größer als Kartenformat. Im Anschluss kommt das Tutorial von so einer Buchkarte oder einer Shadowbox-Karte, weil eigentlich habt ihr ja hier innen sowas wie eine Shadowbox dann erzeugt. Kommt im Anschluss, wer dranbleiben möchte. Wer jetzt abschaltet, dem sage ich Tschüssikowski. Vielen Dank fürs Reinsehen und den anderen, die dranbleiben, viel Spaß beim Tutorial. So, ihr Lieben, für alle, die jetzt dran geblieben sind, gibt es das Tutorial. Und zwar ist das eine Buchkarte oder eine Buchbox oder eine Shadowbox-Karte oder wie auch immer ihr das nennen mögt. Es sieht von außen wie ein Buch aus. Es sieht auch aus, als hätte es einzelne Seiten. Ich habe hier mit Resten von Eulenpapier gearbeitet. Das ist eine kleinere Variante. Die hat die Außenmaße 16 mal ein bisschen mehr wie 12. Und da kann man zum Beispiel, da hatte ich Reste, die habe ich einfach zusammengeklebt, wie ich das bei den Tags immer mache. Habe das hier vorne reingepackt und hinten so ein paar kleine Reste-Tags. Da könnt ihr aber auch Fotos zum Beispiel reintun oder ihr könnt einen Gutschein reintun. Ihr könnt eure Karte mit reintun, die ihr hier zu dem Geschenk dann dazugeben wollt. Also ihr habt hier eine schöne Tiefe drin, die dann natürlich auch wieder variierbar ist. Also das sind so gute 1,5 cm, da kriegt ihr was rein. Zum Beispiel gibt es diese kleinen Bücher. Das hat mir meine Freundin Christine mal vor einiger Zeit geschenkt. Das passt hier ganz gut rein. Oder irgendwelche kleinen Geschenke, Goodies, Gutscheine, was auch immer. Oder ihr könnt diese Karten auch wie eine Shadowbox dekorieren. Und die größere, die ich jetzt mit euch machen möchte, die werden wir innen wie eine Shadowbox einrichten. Also mit ein bisschen Hintergrund und Deko. Und wir werden auch, also so ist mal der Plan, vorne ein Schüttelelement einbauen. Und zwar hatte ich der Carina vom Bastelparadies Appen zum Geburtstag, glaube ich, eine geschickt. Da war vorne ein Schüttelelement drin und innen war sie maritim eingerichtet mit Muscheln und mit gestempelten Fischen und sowas. Und ich glaube, die Carina hatte sich auch ein Tutorial gewünscht. Das machen wir jetzt und zwar in einer etwas größeren Variante wie diese hier. Ich habe mir die Papiere schon mal vorbereitet, weil, wie ihr wisst, ist ja mein Falzbrett in Inch und die Anleitung hatte ich in Zentimetern und da musste ich mir hier überall schon meine kleinen Markierungen machen, damit ich falzen kann. Ich habe zwei Bögen, ich packe euch aber die Maße für das Große, das wir jetzt machen, also das wird etwas größer wie das, so ist mal der Plan. Die packe ich euch nochmal in die Infobox, also ich habe jetzt hier zwei Stücke in 28 x 20 cm. Für die langen Seiten, die werden jeweils bei 2 cm gefalzt und die kürzeren für die oben und unten, für diese simulierten Seiten hier, die sind 28 x 15 und werden auch bei jeweils 2 cm gefalzt. Und das mache ich jetzt mal. Aber ihr müsst jetzt nicht die ganze Zeit beim Falzen zugucken. Ich zeige euch jetzt bei einem, wie es dann weiter verarbeitet wird. Also ich falze jeweils bei 2 cm. Ich muss das jetzt dann immer ein bisschen verrutschen, weil ich ja mein Inchbrett nie da habe, wo ich es brauche. Das ist ein Nachteil.
Ich hätte es jetzt natürlich auch in Inch ausrechnen können, aber ich weiß nicht, ob das für euch wirklich praktisch ist. Ich weiß, viele haben dieses Massa-Stewart-Falzbrett, aber eben nicht alle. Und aus diesem kühlen Grund habe ich jetzt, weil wir Europäer kommen eben einfach, also ich finde, wir kommen einfach mit den Zentimetern besser zurecht. Vielleicht stelle ich mich auch nur so blöd an und ihr nicht. Aber ich bin kein Fan von diesen Inch-Angaben. So, das ist jetzt jeweils bei 2 cm. Und das knickt ihr wie eine Ziehharmonika einmal durch. Und genauso macht ihr es mit den anderen auch. Also mit dem zweiten langen und mit den beiden kurzen. Und das mache ich jetzt mal ohne euch, damit es nicht wieder so lang wird. Ihr versteht also schon, was gemeint ist. So, und wenn ihr das gemacht habt, dann habt ihr 4 von diesen Teilen, 2 lange und 2 kurze. Und die nehmt ihr einfach oben und schiebt sie so ineinander. Die verhaken sich hier automatisch. Bisschen drücken und dann werden die an den Ecken hier eingeklebt. Und zwar nur oben an den Ecken. Einmal. Und auf der anderen Seite auch. Also nur hier an diesen Quadraten quasi, wo sie sich überlappen. Und da durch diese Ziehharmonika ziemlich viel Spannung drauf ist, mache ich mir hier gleich meine Klammern rein, damit mir hier der Kleber auch trocknet und mir die Dinger nicht mehr auseinanderflutschen. Das gleiche mache ich hier auch. Einfach einstecken und zusammendrücken. Und auf der Seite genauso. So, bevor mir das hier jetzt abspaced, klebe ich es gleich. Es ist wie gesagt, durch die Ziehharmonika ist ziemlich viel Spannung drauf. Ich habe jetzt auch sehr stabiles Papier benutzt. Und wie ihr seht, ich habe buntes Papier benutzt. Also zwar einfarbiges, aber verschiedene Farben. Bei dem kleinen hier habe ich einfach nur weißes Kraftpapier genommen. Das könnt ihr aber machen, wie ihr wollt. Nein, was ist denn hier mit meiner Klammer passiert? Also ihr könnt da weißes nehmen oder buntes, was besser zu eurem Projekt passt oder was euch besser gefällt. So, hier fehlt jetzt noch der Kleber. Und bei mir hat es einen besonderen Grund. Ich habe nämlich noch Restpapiere von diesem coolen Papier von Dixiecraft, von der Biene. Ihr erinnert euch vielleicht an die Design-Team-Projekte. Und da war dieses Papier dabei, das mich so ein bisschen an Journalismus erinnert hat. Und ich habe das hier liegen. Hier, das war das da. Und da habe ich ja noch was übrig und das möchte ich gern für dieses Buch benutzen.
Und weil das alles so schön in diesen braunen und in diesen dunklen Tönen ist, habe ich mich für also die Buchseiten quasi in diesen dunkleren Tönen entschieden und habe jetzt kein weißes genommen. Ihr könnt auch ganz einfaches schwarzes Kraftpapier nehmen. Also ihr seid da völlig frei. Das Einzige, was ihr braucht, ist halt ein Papier, das mindestens 28 hat auf einer Seite. So, das lasse ich jetzt trocknen und dann haben wir schon mal unser Grundgerüst. So, das ist jetzt getrocknet. Meine Klammern konnte ich abnehmen. Und für das Cover braucht ihr einen Bogen in 21 hoch mal 36 lang. Wenn ihr keine 36 habt, dann müsst ihr es anstückeln. Das habe ich hier auch gemacht. Ich habe es hier einfach mit Tesafilm angesetzt. Das wird ja nachher mit Motivpapier beklebt, sieht man nicht mehr. Und für das Bullauge habe ich hier so eine Verpackung von einem doppelseitigen Klebeband mir aufgehoben. Und weil ich die mir öfter beim Action mal mitnehme oder auch irgendwo anders, wo ihr solche Blisterverpackungen habt, habe ich mir hier so eine Schablone gemacht, die da reinpasst, damit ich mir das anzeichnen kann. Und das mache ich jetzt für die Vorderseite. Hier so Pi mal Augenmaß. Das hier könnt ihr nehmen für den Rahmen, wenn ihr ein Bullauge macht. Da habe ich ja schon öfter bei diesen maritimen Alben dann so einen Rahmen drumherum gelegt, mit Metallfarbe und so weiter angemalt. Und den dann außenrum als Bullauge gemacht. Aber was wir jetzt brauchen, ist unser Innenleben. Das müssen wir nämlich ausschneiden, damit wir das Bullauge von hinten ankleben können. Oder das Schüttelfenster. Sorry, das war meine Tür. Es wird ja nun kein maritimes Thema und deshalb Schüttelfenster und nicht Bullauge. Ich habe mir das jetzt angezeichnet. Und werde mir das jetzt ausschneiden und dann Daumen drücken, dass uns das Ding da reinpasst. Und zwar habe ich für solche Fälle eine ausrangierte Nagelschere. Die hat so eine kleine Krümmung. Und mit der werde ich jetzt ganz langsam um diesen Kreis drum rumfahren und mir dieses Schüttelfenster ausschneiden. So, es hat geklappt, es passt rein und das kleben wir jetzt hier fest. Dieses ganze Geklebe, das können wir, also die Reste von dem Papier, die können wir einfach dran lassen. Es wäre vielleicht besser gewesen, ich hätte euch nur das Grundgerüst gezeigt und das Tutorial nicht so ausgeweitet. Aber wenn ihr kein Interesse daran habt, wie es weitergeht, sondern nur das Grundgerüst braucht. Das habt ihr dann ja jetzt. Und da habt ihr auch wieder die Option, es größer, kleiner oder. Also größer stelle ich mir schwierig vor, weil ihr müsst natürlich die Papiere, die irgendwann mal ihre Grenze erreichen an Größe, die müsst ihr natürlich dann immer noch mehr anstückeln. Das ist natürlich nicht so einfach. So, ich klebe mir das jetzt hier rein. Drehe mir das um und drücke das einfach hier an. Ihr könnt es auch hier so drauflegen und das noch zum Drücken benutzen. Also wenn ihr immer das gleiche Klebeband kauft, das muss ja jetzt nicht beim Action sein, sondern irgendwo anders, und die Blisterverpackungen, die ihr kriegt, die sind immer gleich, dann könnt ihr euch dafür so eine Schablone herstellen. Einmal für den Rahmen außenrum und einmal innen für das Loch, das ihr ausschneiden müsst. Und dann könnt ihr die Schablone immer wieder benutzen, um euch solche Schüttelfenster zu machen. Und dann haben wir das schon. Und hinten ist es eingeklebt. Und jetzt guck ich mal, was ich für Papiere benutze. Und was wir reinmachen vor allen Dingen. Ein Schüttelteilchen soll ja zum Papier passen. Ich gehe mal auf die Suche. So, ihr Lieben, mit diesem Papier, das ihr ja um das Fenster rumlegen müsst, das ist ein bisschen Gefusche.
Und weil ich mir das schöne Motivpapier nicht zerschneiden wollte, habe ich mir erstmal eine Schablone aus einem ganz normalen von einem College-Block gemacht, habe mir das so drüber gelegt und habe mir das praktisch so runtergedrückt und dann angezeichnet und habe geguckt, als das genau gepasst hat, dass ich das dann als Schablone für mein Motivpapier nehme. Wie ihr schon unschwer erkennen könnt, musste ich natürlich trotzdem noch ausbessern. Und es hat nicht so hundertprozentig geklappt, aber wir werden da noch einen Rahmen außenrum machen. Vielleicht hat jemand für euch noch einen Tipp. Man hätte das vielleicht auch mit dem Zirkel machen können. Aber ich hätte das Fenster wahrscheinlich erst einbauen sollen, nachdem ich das Papier gemessen habe. Dann wäre es einfacher gewesen. Also das Motivpapier erst messen. Also erst macht ihr euer Loch in euer Grundpapier und dann messt ihr das Motivpapier, weil mit dem Fenster drin ist es dann zu viel Gefuschel. Und weil, wenn ihr diese unsäglichen Maße habt, muss ich leider sagen, von 16 mal 21, dann kriegt ihr bei diesen schönen 30,5 mal 30,5 nur einen kompletten Bogen raus. Deshalb habe ich hier ein bisschen angestückelt, habe ein bisschen mit Washi gearbeitet und hier am Buchrücken auch. Und dann findet sich das da wieder und dann ist es nicht so schlimm, dass wir da anstückeln mussten. Und wir haben jetzt einen Motivbogen komplett verwenden können, bis auf ein bisschen, was hier noch übrig ist. Hier, das, da habe ich es angestückelt. Das war mir jetzt zu schade, da einfach nur einen Bogen zu nehmen und das andere dann als Reste nur noch zu lassen. Und deshalb habe ich es jetzt so gemacht. Das werde ich jetzt aufkleben. Dann brauchen wir natürlich auch für innen noch Motivpapier. Da haben wir aber dann nicht mehr das Problem, dass wir gucken müssen. Das kleben wir komplett über den Blister drüber. Und dann bleibt uns nur noch unser Gerüst einzukleben und ein bisschen Deko zu machen. So, ihr Lieben, ich habe hier ein paar Utensilien zusammengesucht. Ihr seht schon hier diese alten Schreibfedern, die mir die Katrin geschickt hat. Dann habe ich hier ein paar Büroklammern drin, also so ein bisschen ausgefallenere, der Pfeil und der Swirl hier oben und so eine Klammer. Also alles, was meines Erachtens irgendwie gepasst hat zu dem Thema Büro und Schreiben und Journalismus. Und habe natürlich ein paar Pailletten auch mit reingeschmissen und so ein bisschen Goldkrümel. An den Seiten habe ich mir Ecken geklebt von diesen Metallecken. Und das wollte ich euch auch mal zeigen, weil jeder sagt immer nur, ich habe das geklebt und keiner zeigt eigentlich wie. Und zwar habe ich hier diese kleinen Klammern. Die werden eigentlich fürs Nähen benutzt. Also damit kann man Stoffe, wenn man keine Stecknadeln benutzen will, Stoffe sich festheften. Und die sind für diese feinen Arbeiten hier genau richtig. Und ich nehme da einfach Tacky Glue und mache mir den hier so grob drauf. Der trocknet ja transparent. Ich mache aber trotzdem das, was drüber läuft, mit so einem alten Pinsel raus. Und dann schmeiße ich es hin. Kacke. Dann nehme ich hier meine Ecke, lege die dahin, wo ich sie haben will. Hier unten, und dann nehme ich die kleinen Klammern und die kann ich hier an den Ecken ansetzen, da wo es ganz schmal ist. Also an diesen, an dem Auslauf von der Ecke. Und für die Mitte nehme ich nochmal eine, mit der ich ein bisschen tiefer reingehe, so. Und wenn dann da ein bisschen Kleber rausquillt, dann wische ich den so ein bisschen weg. Und dann habe ich das so und dann lasse ich das erstmal trocknen. Und so klebe ich mir meine Ecken auf. Dann habe ich mir hier so ein Band zurecht gemacht. Und zwar habe ich diese schönen Abdrücke von dem Siegelwachs. Die habe ich auch von der Katrin bekommen. Das möchte ich hier drum legen. Weil hier sieht man ja noch ein bisschen, wo ich gepatzt habe beim Ausschneiden. Und das werde ich einfach hier drum legen. Das klebe ich auch mit Tacky Glue an und lasse dann hier dieses Schwänzchen, nenne ich es jetzt mal, das lasse ich hier einfach so seitlich runterhängen. Und diese Embellishments hat mir auch die Katrin geschickt, mal in der Happy Mail, mit dieser Schrift und dem kleinen Briefumschlag. Das passt super zu dem Thema, der wird hier an die Ecke kommen. Und dann habe ich mir noch zwei von den Cabochons, da ist so ein Herr drin, der aussieht wie ein alter Journalist, also könnte passen.
Das kommt hier auch noch drauf. Und hier habe ich mir noch ein großes Embelli genommen mit einer Uhr und habe mir überlegt, weil mir trotzdem da ein Haufen Gedöns drin ist, dieser Schüttler ein bisschen zu leer ist, den will ich mir hier oben drauf machen. Und da sieht man, die Schüttelelemente, die drin sind, immer noch genügend. Und das werde ich dann mal alles festkleben und dann überlege ich mir, was ich innen drin noch dekoriere. Da habe ich im Moment noch keine Idee, aber ihr werdet es erfahren, wenn ich es weiß. So, jetzt bin ich fertig. Alles, was ich euch erklärt habe, habe ich jetzt festgeklebt. Hier unten das Embelli und diesen Herrn und dieses schöne Ornament aus Wachs, aus dem Siegelwachs mit dem Stempel und dieses Element auf dem Schüttler, der mir zu nackt war. Das kann man also immer noch schön schütteln und man sieht auch immer noch alles, was da so drin ist. Das hier ist der Rücken, den habe ich euch ja schon gezeigt und das hier mit dem Angestückelten, ich finde, es stört überhaupt nicht. Man sieht jetzt die Naht nicht mehr und auf dem Papier ist eh viel los, da stört dieses Washi überhaupt nicht und das ist hier ja auch nochmal. Und innen, tada, habe ich ein kleines Wohnzimmer gemacht. Die Ecken hatte ich euch ja gezeigt, wie ich die angeklebt habe und ihr kennt auch noch von meinen Miniaturzimmern diese Bögen, die ich mal von Renz hatte, von Redikat. Und da habe ich mir für mein Wohnzimmer diesen Sessel reingeklebt. Also erstmal hier außen diese beiden Federn, die passen super zum Thema. Und dann habe ich mir den Sessel reingeklebt, der da dabei war. Habe den aber, damit er ein bisschen weiter nach vorne kommt, einfach von einem ganz stinknormalen Flaschenkorken, die in Weinflaschen drin sind, ein Stück abgeschnitten und hinter den Sessel geklebt, damit er ein bisschen mehr Dimension kriegt. Bei der Standuhr habe ich es genauso gemacht. Nur ich habe die Scheiben von dem Korken einfach dünner gemacht, weil die nicht ganz so weit rauskommen sollte wie der Sessel. Im Hintergrund hatte ich hier diese schönen Ausstandsteile von den Pflanzen und der Topf ist auch aus dem Set. Die habe ich einfach hinter den Topf gepackt und habe den da an die Rückwand geklebt. Also ich habe jetzt mehrere Dimensionen und hatte auch diese zwei kleinen Bilderrahmen aus dem Set. Und da habe ich mir von Blanche hatte ich mal so einen Bogen mit solchen Manneken drauf. Die habe ich mir da einfach dahinter geklebt als Bilder und dann ist es so eine Wohnzimmerszene. Und hier an der Seite, da musste ich ja auch anstückeln, da hat man das Tesafilm gesehen. Da habe ich mir ein Stück Restpapier einfach nur oben, unten und an der Seite festgeklebt, um da so eine Tasche zu machen. Da ich das hier auch anstückeln musste, habe ich den Briefumschlag von der Katrin drüber geklebt, der ja auch hier außen schon mal vorkommt. Das waren also vier Stück in so einem Set, damit man hier die Naht verdeckt. Und dann habe ich aus der Stanze, das Papier war ja auch aus dem Shop von der Biene, aus der Stanze mit diesem Paravent, die habe ich mir einmal gestanzt. Ich verlinke euch den Shop von der Biene in der Infobox, dann könnt ihr gucken nach den Papieren und nach den Stanzen. Also es ist eine große Stanze, die macht euch einmal, wer sich an das Video erinnert, weiß es noch, eine große Stanze, die macht euch einmal das. Also in einem Stück und das habe ich dann einfach auseinandergeschnitten und habe mit den Resten von dem Papier diese Tags beklebt. Also da sind auch Stanzen dabei, die dann eine Nummer kleiner sind und da habt ihr dann den kleinen Rand außenrum. Und die habe ich mir einfach hier in die Tasche gesteckt, damit da auch was drin ist. Und so und habe hier als Einrichtung dieses Wohnzimmer gemacht quasi. Und das war jetzt meine Buchkarte oder meine Shadowbox-Buchkarte, die ich euch zeigen wollte, die Anleitung und wie ich es dekoriert habe. Das ist halt jetzt etwas größer. Die normalerweise sind sie so, weil die halt eher an eine Karte erinnern vom Format her. Und der einzige Nachteil an dem Großen ist halt, ihr braucht viel Papier und könnt von den großen Bögen nur einen benutzen oder ihr müsst stückeln. Die Maße packe ich euch in die Infobox und ich hoffe, das hat euch gefallen und ihr macht es gern mal nach. Könnt ihr ja in allen Größen variieren. Also wenn ihr es noch kleiner wollt als dieses Format, dann macht ihr einfach die Streifen außenrum kleiner. Und wenn ihr mal dieses Gerüst habt, könnt ihr euch daran orientieren, wie groß euer Umschlag oder euer Cover sein soll oder je nachdem wie dick es ist, so breit macht ihr den Buchrücken. Also das könnt ihr ganz nach Gusto gestalten
und dann entweder einrichten oder kleine Geschenke reinpacken oder irgendwas. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Guckt bitte auch bei den anderen Mädels, was die gemacht haben, nachgebastelt, beziehungsweise welche neuen Tutorials sie sich ausgedacht haben. Und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt und würde mich sehr freuen, euch auch beim nächsten Mal hier zu begrüßen. Und bis dahin wünsche ich euch was. Alles Liebe für euch. Tschüss.